Yo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder mit Zephs on, gerade irgendwie immer, ein ganz schönes Video. Und zwar geht es in dem Video um das neue Update und ich will mal schauen, was sich zum Spiel geändert hat. Wahrscheinlich eh gefühlt wieder nichts, wahrscheinlich wieder nur Map, keine Map-Änderungen und nur neue Waffen und so weiter. Ja, mal schauen. Also ich sehe hier irgendwie, glaube ich, oder? Nee. Also map-technisch hat sich wirklich nichts geändert. Traurig. Waffen gibt es viele neue. Kann sich jetzt auch diesen Jägerskinner spielen, da werden wir jetzt doch dann direkt landen. Also richtig, richtig nice. Ich muss 5 Wächtertürme besuchen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Ich sage, ich beginne hier, rast den ganzen Sitzhill ab und so weiter. Aber ich laber gar nicht so lange, weil sonst schaltet ihr eh direkt wieder ab. Es geht um die neuen Infos, was alles mit dem Update reingekommen ist. Ist wirklich insane viel. Also ich würde euch echt raten, dran zu bleiben. Sind echt richtig, richtig nice Videos. Let's go. So, wir sind jetzt hier wieder in der Runde und direkt nach Anvil Square, würde ich sagen. Genau. Er hat schon richtig markiert, denn wir haben hier erstens einen Wächterturm in der Nähe. Zweitens ist da eine andere Quest auch noch. Aber Leute, wir kommen direkt zu den neuen Infos. Bitte nicht abschalten. Und zwar soll, wir fangen direkt mit der ersten Info an, ein 1226-tägiger Emote wieder in den Shop kommt. Und zwar heißt der Pick It Up. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber blende ich das Bild jetzt mal ein. Ist so von FNS, ist cool. Freue mich persönlich, dass das Ganze so zurückgekommen ist. Wahrscheinlich werden da eh wieder 10.000 Leute landen. Ah, oha, das funktioniert wie die Spider-Man-Waffe. Das ist cool. Und übrigens, wenn ich schon im Auto bin, die Motorräder wurden uns ins Spiel genommen. Also die normalen Motorräder gibt es nicht mehr. Also, wir kommen direkt zu den neuen Infos. Und zwar hat ein alter Skin, den ich mir immer schon mal holen werde, den wollte ich mir immer schon mal holen, weil ich den Skin einfach süß finde und das Backbling ultra nice. Und der hat jetzt einen zweiten Stil bekommen, also echt krass. Wollte ich mir immer schon mal holen. Wenn das nächste in den Shop kommt, hole ich mir den auf jeden Fall. Weil richtig, richtig heftig. Jetzt hier der Skin. Fühle ich richtig krass. Ist echt nice das Ganze. Auf jeden Fall, sonst haben wir noch ein paar Pakete. Und welche Pakete das sind, blende ich euch jetzt mal ein. Einmal mit einem Anime-Skin, wo wir schon davor Leaks hatten, aber ich wollte jetzt nicht extra Leak-Videos machen, weil ich eh wusste, am Dienstag, wenn das Update rauskommt, kommen 10 Milliarden Leaks rein. Also das ganze Paket blende ich jetzt hier mal ein. Ist cool, ist so mit einem Anime-Skin, der hat jetzt so eine Fisch-Version und 2 weitere Skins noch im Bundle dabei. Dann haben wir so neue Frankenstein-Skins. Finde ich ein bisschen komisch, wenn die jetzt diese Season noch reinkommen, weil passen meiner Meinung nach eher zu Halloween. Finde ich trotzdem 2 coole Skins. Kann man mitnehmen. Ist ganz okay. Dann gibt es eine neue Renegade Raider Dame. Die kann man sich morgen bei einem Kappa spielen. Da werde ich wahrscheinlich, wenn ich die Zeit dazu habe, auf Twitch live sein. Kann ich aber nicht so 100% garantieren. Auf Twitch heißt ich auch Recon Trail. Also wenn ich da live bin. Also morgen, kommt drauf an, wann das Video online kommt. Vielleicht ist es auch schon heute oder morgen, je nachdem. Dann mache ich eben die Videos. Was ist denn das jetzt hier? Wie mache ich denn das? So Leute, ich habe jetzt herausgefunden, wie das Ganze geht. Wir gehen nur jetzt nochmal kurz in die Zone. Und fliegen direkt zu dem nächsten Turm dahin. Die Karte ist leider eh schon abgelaufen. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit kommen wir noch zu einem weiteren Paket. Und zwar ist das so ein Chrom-Paket. Also finde ich irgendwie komisch, dass das Ganze nicht in der Chrom-Season reingekommen ist. Weil passt irgendwie ganz zum Chrom-Thema. Aber ist auf jeden Fall auch egal. Blende ich euch jetzt mal hier ein. Und dann haben wir noch ein letztes Paket mit einem ultra, ultra OG-Skin. Einem weirden Emote und einfach nur ein krasses Bundle. Geht sich das noch aus? Ja, komm, wir schaffen das. Wir haben es gerade auch geschafft. Jetzt schaffen wir es ein zweites Mal auch noch.
Dann haben wir nämlich diese Wächterturm-Aufgabe erledigt. Nice one. Dann holen wir uns noch den Bot. Ihr seht, man bekommt hier nice Unterstützung. Sonst haben wir nichts Neues, nur gibt es jetzt eine neue ein neues seltenes Katana angeblich. I don't know. Ich nehme lieber die hier. Aber seht, man hat hier auch eine bestimmte Aufladedauer. Also so easy ist das hier gar nicht. Ich wollte ihn gerade schlagen, aber er ist mir zu schnell. Und mein Bot ist zu langsam. Doch nicht. Kommt genau richtig. Wichtig, dass ich mir den Bot geholt habe. Egal. Immerhin 6. Platz. Und wir haben einige Quests erledigt. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder in der nächsten Runde. Let's go. Wir sind hier wieder in der Runde. Wir können jetzt einige Aufgaben weitermachen. Wo der Donnerspeer located ist, wissen wir noch immer nicht. Jetzt haben wir es. So, nice. 4 von 4 haben wir. Nice one. Meine Scheiße. Ich hab keinen Moon. Jetzt. Haben wir. Wichtig. Oh, die haben sogar diese Donnersperre gehabt. Wichtig und richtig. Okay, keine Ahnung, was dieses Ding kann. Dann werde ich noch kurz dieses Speer ausprobieren. Ich glaube, ich schau mal kurz nach. Füge Gegnern Schaden, trifft Gegner mit Donnerspeer, bla bla bla, zerstöre Gebäude mit Donnerspeer. Aber laden sich die nach oder wie ist das? 2 von 50. Es geht nach Rocket Moon. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Also wenn du irgendwie Rocket Moon findest, bitte nicht in den Fight gehen. Das wäre nicht so nice. Dann auf jeden Fall wäre cool, weil man kann hier einfach, das geht ja einfach mit Rocket Moon, okay. Cool, was man hier alles kommt in der Aufnahme. Bitte geh nicht pushen. Oha, 70 Damage einem. LOL. Jetzt haben wir ihn. Nice. Ha, ich wusste es.
Solche Gegner fucken mich so ab. Jetzt können wir nicht mehr. Wir sind zu zweit. Die sind zwar scheiße, ich weiß, Leute. Aber bist du dead? Egal. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir haben alles so mit erkundet, was es zu erkunden gibt. Würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Weekend. Ciao.